Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zum heutigen Frühstücksfernsehen mit der Ela und der Mia. Stößchen. So, Stößchen. wir haben nicht ganz vorgespult bis zum nächsten Arbeitstag von Zoe, sondern wir haben jetzt gerade mittendrin einfach mal wieder angefangen, weil wir gerade gesehen haben, dass der dicke Junge gerade in Klamotten am Schwimmen ist, was natürlich gut für alle anderen Anwesenden ist, aber vielleicht doch ein bisschen merkwürdig, nicht? Also. Nee, gut, aber Zoe schwimmt dann lieber mit einem Hut. Und er geht rückwärts aus dem Wasser raus, weil er wahrscheinlich vorwärts nicht mehr kommt, weil seine Wampe die ganze Zeit an der Treppe lang watschelt. Flap, 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 flap. Ja, nix bla bla. Ja, wir lästern gerade über dich. Ist richtig. Wir dürfen das. Der geht jetzt mit Buch ins Wasser? Ja, der geht jetzt mit Buch ins Wasser. Nee, er setzt sich an die Kante zum Lesen. Apropos, wir gehen mal ganz kurz eben hier die Sachen, die wir hier noch in der Tasche haben, einfach mal. Das tun wir vielleicht mal eben schnell in den Mülleimer. Wer weiß, wie lange die das schon mit sich rumschleppt. Vielleicht haben die anderen auch noch sowas in der Tasche. Ja, definitiv. Dort das mit Soße, die sind noch von 2015, 14. Da ist noch was. Das ist noch gut. Ja. Ich lege das mal dahin. Was ist das hier? Ein Alkronit. Was ist das hier? Patient Caroline Niesen. Ja, lass doch einfach mal hinlegen. Was? Wie sollst du da reintun? Lass es sein. Kann ich damit Sachen drucken? Lass es sein. Hä? Was ist denn das jetzt? Ein Bug. Backen soll ich? Okay. Das kann man auch mal trinken hier, bevor es schlecht wird. Hier ist noch. Ist es nicht schon schlecht? Nee, der Orangensaft ist noch gut. Das ist schlecht. Warm und lecker. Kann ich die Sachen. Ja, die kann ich auch mal kurz hier reinräumen. Bevor die wirklich noch im Toaster landen. In der Mikrowelle. Im Toaster ist natürlich noch schöner. Das brauchen wir auch nicht mehr, ne? Doch, der braucht die noch. Dicke Junge? Der wollte Der leer. ist noch Teenager. Er braucht keine Hausaufgaben. Sie braucht das, okay. Apropos, sie braucht das. Sie könnte das jetzt hier gerade mal eben machen. Natürlich. Und er macht das auch mal einfach. Ja, sehr unwohl. Setz dich einfach mal hier hin. Wir brauchen mehr Gemälde und zwar verspieltes Gemälde. Das klingt gut. Und dann machen wir nochmal sie. Sie kann das, glaube ich, auch ganz gut. Sie malt einfach mal sie müsste mal pinkeln Gemälde. Mit extra feinen gelben Sprenkeln. Impressionistisches, ne? Hast du jetzt gerade nicht gesagt? Hat sie jetzt nicht gesagt? Sie hat es gerade nicht impressionistisch gesagt. Oh. So, Titel schon mal gefunden. Besser geht's gar nicht. Ein das kann ich nicht mal schreiben. Impressionistisches Gemälde, Bild. Ela, langsam machst du mir Sorgen, du wirst langsam so wie ich. Naja, wer mit dir zusammenlebt, wird irgendwann so wie du, zwangsläufig. Nur ist bueno. Können wir. Pass auf, wir machen mit ihm mal. Wir sind mit ihm mal nützlich und verbessern die ganzen Sachen. Ja, gut, wenn er fertig ist. Selbstreinigung weiter verbessern, das geht auch noch. Scheinbar. Zu irgendwas. Was macht Oh, er? das ist noch nicht fertig. Was hat er da gemacht? Hat er sich jetzt gerade hinten. Ge Nein. hat er sich gerade vorne? Nein. Er hat einfach nur gepopelt. Ach so. Hui. Zum Glück, also manchmal bin ich froh, dass es keine Zurückspulfunktion gibt. Die natürlich unsere Zuschauer haben. Ja. Dann machen wir mal Selbstreinigung weiter verbessern. Und sie muss, wann muss sie denn zur Arbeit hier, Freunde der Sonne? Sie braucht das nicht mehr, richtig? Nein. Ich wollte es eigentlich da reinlegen, aber okay. Arbeit. Gar nicht. Och, Mann. Es ist heute nicht mein Tag. Egal, dann, was machen wir denn da mit ihr? Ja, sie braucht. Ja. Ist das konzentriert? Das war konzentriert, glaube ich, ne? Nein, verspielt. Mhm.
Da ist verspielt. Achso, du meinst die Lampe. Hm, genau. Oh, Meisterwerk? Ja. Moment, welches Atmosphäre-Zeugs hat es? 9, wow, das ist hoch. Echt? Ja. Es ist aber trotzdem hässlich. Ja gut, für ein Kinderzimmer geht's dann aber. Ja, wir müssten auch irgendwo mal wieder Zimmer machen, aber dafür haben wir jetzt noch nicht genug Geld. Genau, das ist das Problem. Was ist mit ihm? Er... Was möchte er machen? Etwas von ausgezeichneter Qualität herstellen. Opa Geist kocht. Ja, warum auch nicht, ne? Kann er jeden? Nein, er kann nicht jeden. Toll, man kann hier nicht mal die Kinder zur Gartenarbeit zwingen. Aber er kann sammeln gehen. Ja. Da macht er wenigstens etwas Sinnvolles. Okay, Lilienpflanze ansehen ist jetzt vielleicht nicht so das Optimopti. Aber das macht ja auch nichts. Da ist noch was. Er kann es nur auch. Frösche sammeln kann er, glaube ich, auch. Frösche? Und angeln. Kann er angeln? Ja. Probier's. Klick aufs Schild. Ernsthaft? Oder dort drauf. Krasser Scheiß. Geht ja wirklich. Nein, das lasse ich doch nicht von dem alten Mann erschrecken. Der tut dir doch nichts. Das ist nur der Geist vom Pedobär. Der tut dir nichts. Oh, Wilbur fängt ganz tolle Sachen. Fängt. Er fängt Steine. Hab dich! Oh, du hast da ein Haus gepostet. Mhm. Und da gibt's schon Kommentare darauf. Viele, ja. Es scheint denen zu gefallen. Mhm. Ja. Mal ganz kurz eben checken. Haben wir noch irgendwas übersehen? Sie haben wir, glaube ich, als Bild auch schon. Ne? Es ist nichts weiter passiert. Den dicken Jungen haben wir auch in zweifacher Ausführung. Ja. Lilienpflanze ist eine wilde Pflanze. Toll, Wilbur. Das hast du gut rausgefunden. Und jetzt hol deinen roten Quietscheball. Oh, war das schön, ey, mit dem Happy. Heute haben wir in der Schule was ganz Tolles gelernt. Ich kann jetzt meinen Namen tanzen. Aber nur bis zum zweiten Buchstaben. Weiter sind wir nicht gekommen. Zusatzhausaufgaben beenden. Ist ja fast fertig mit. Was für ein Problem hat Zoe jetzt? Ein Fu- Nein, ich lese das jetzt nicht vor. Wilbur findet tolle Steine. Und tolle Kapseln. Kapseln mit was drinne. Vielleicht haben wir ja Glück und finden da vielleicht nochmal so das ein oder andere Figürchen. Ein Amethyst, das ist nur was für Arme. Scheint warm zu sein gerade hier in der Wohnung. Du hättest dir nochmal sagen müssen, wie man die Heizung ausschaltet. Oh, selten. Tribidium. Da ist natürlich auch schon was, das finden wir gut. Die Rente für Rain ist da. 69. In einer Stunde bei der Schule sein. Ja, Wilbur sammelt. Soll Wilbur blau machen lassen? Wenn du willst. Ja. Er angelt doch gerade so schön. Kann man das öffnen? Ja. Macht das jetzt nebenbei, oder? Er angelt. Er will einfach so ein richtiger Faulenzer, der einfach nur von der Arbeit seiner Geschwister lebt. Jetzt ist er verspielt. Und außerdem ist er irgendwie ein bisschen krank. Er spielt auch ein bisschen Tigalilli. Das wandert jetzt wahrscheinlich durch die ganze Familie. Familienkrankheiten eben. Der wollte jetzt nicht ernsthaft mit seinem Vater reden und der Vater haut ab. Doch. Ich finde das faszinierend. Wie sitzt. Warte mal, wessen Gemälde war das denn hier? Denn das war sie? Ja. Das ist fertig. Das ist ausgezeichnete Arbeit. Verkaufen. Wir haben es ja. Tabea, du musst zur Schule. Amelia Grazer muss auch. Vielleicht kriegst du das Gemälde noch eben schnell fertig gemalt.
Wilbur, du gehst natürlich nicht zur Schule. Oh, wo wir gerade beim Pedobär waren. Warte mal, ist es nicht der in dem gelben Anzug? Ja. Oh, er hat einen Fisch gefangen. Einen Barsch, Gewicht 0,21 Kilo, Wert 7 Simoleons. Simoleons. Auch gut. Simoleons! Hör auf! Können wir das jetzt irgendwie noch festtackern oder sowas, damit das nicht verfault? Aufhängen? Kann man die auch irgendwie wieder in den Teich tun oder in ein Aquarium oder sonst irgendwas? In ein Aquarium kannst du die setzen. Haben wir ein Aquarium? Müsstest du kaufen. Kostet ein Aquarium viel Geld? Wahrscheinlich nicht. Wo haben wir denn noch Platz in unserer Rammelbude? Hier ist doch. In der Küche. Auf der Rückwand vom Kühlschrank. Gucken wir mal, was ein Aquarium kostet. Kristallklares Aquarium fischfreundlich. Oder Aquarium frische Fische. Das klingt irgendwie teurer. Könnten beide. Das Gummi-Aquarium ist. Wait. Da kannst du nichts reinsetzen. Das ist das Halloween-Ding, ne? Ja. Der Gelatine die Glaskugel da. Das. Ja. Aber ich glaube, in den anderen beiden größeren kannst du auch. Kannst du auch Fische reinsetzen. So als Trennwand. Können wir uns gönnen, oder? Es gibt auch ein bisschen Spaß und Umgebung dazu. Ja, oder? Mhm. Holzoptik oder schwarz? Also. Schwarz. Oder ist dunkle. Ja, dieses Grau. Die vier gefallen mir alle. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Genau. Da wird die hässliche Rückwand von dem Kühlschrank wenigstens mal hier verdeckt. Okay, da hängt wahrscheinlich gerade noch ein Poster an der Wand. Ich bin verwirrt. Ah, hier steht's gut. Hier könnten wir ja vielleicht sogar die Tapete ein bisschen angleichen jetzt und dass das hier hinten ein bisschen vielleicht besser aussieht. Ich weiß es nicht. Wir lassen es erstmal so stehen. Und packen den Fisch da rein. Auch wenn der nicht wirklich was kann, aber bevor der hier vergammelt. Es klappt nicht. Doch, es klappt. Blub, blub. Da, guck mal, da ist der Fisch. Da, guck mal, hier ein Fisch. Fisch, oh. Fisch. Da. Da. Da ist ein Fisch. Da. Da. Der sieht ziemlich platt aus. Ist der platt? Wenn er sich dreht, ja. Nee, der hat 3D-Tick. Also das ist halt. Du hast noch nicht wirklich viele Fische gesehen oder so, ne? Die sind flach. Natürlich habe ich viele Fische schon gesehen. Fischers, Fisch, Fisch, Fische, Fasche. Faschings, Fuba. 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 Hat er denn einen neuen? Nein, der hat noch keinen neuen Fisch gefangen. Was ist denn hier los? Oh, Klassenaufsicht. Die Lehrerin muss einen Moment aus dem Unterrichtsraum, um mit einem Elternteil zu reden. Sie trägt Jeff auf, die Klasse kurz zu beaufsichtigen. Soll Jeff den Unterrichtsplan der Lehrerin fortführen oder etwas Lustiges mit seinen Klassenkameraden anstellen? Er ist doch der typische Streber, oder? Mhm. Plan befolgen. Alle haben ruhig gearbeitet und die Mitschüler von Jeff haben kaum einen Unterschied bemerkt. Schließlich musste er ihnen ja nicht das Periodensystem erklären. Immerhin eine Leistungsverbesserung. Amelia Grace ist zur Arbeit. Das ist super. Sie arbeitet einfach mal fleißig. Kommt zu spät zur Schule. Ja, ist richtig. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Wilbur. Er sollte woanders angeln, bis seine Fähigkeit Level hoch genug ist. Oder mit einem wertvolleren Köder probieren. Ich habe es erst was anders gelesen. Ja. Jetzt mal kurz gucken, was er bekommen hat. Was ist ein Gong? Jetzt bin ich gerade mal kurz eben verwirrt. Das würde mich ja nicht wundern. Okay, nein. Wobei, das passt schon irgendwie.
Was übrigens auch passt, ist, dass wir jetzt gerade eben mal kurz hier eben ein kleines Päuschen machen könnten, denn der Wilbur kann hier mal in Ruhe weiter angeln gehen gleich. Und wir machen hier ein kleines Päuschen und machen dann einfach in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin, alles Gute und tschüss.